Das große Ganze, das Universum. Es besteht seit 13,7 Milliarden Jahren und immer noch sind viele fundamentale Fragen ungelöst. Es geht um die Geometrie und Zusammensetzung, die innersten Strukturen von Materie, Raum und Zeit und die Natur der Fundamentalkräfte. Astrophysiker, Kern- und Teilchenphysiker des Exzellenzclusters Ursprung und Struktur des Universums suchen nach Antworten auf einige der bedeutendsten und interessantesten Fragen der modernen Grundlagenforschung. Am Forschungsreaktor in Garching bei München werden Neutronen für die unterschiedlichsten Forschungsvorhaben gewonnen. Im Inneren des Reaktors werden sie auf verschiedene Temperaturen heruntergekühlt. Denn je kälter sie sind, desto langsamer bewegen sie sich. In der Neutronenleiterhalle werden die Neutronen durch hochgesicherte Röhren zu den Laboratorien geschickt. Dort werden sie für verschiedene wissenschaftliche Projekte genutzt. Durch die Förderung der Exzellenzinitiative hat eine Gruppe von jungen Wissenschaftlern die Möglichkeit, ein ganz neues Experiment aufzubauen, unter der Leitung von Professor Peter Vierlinger. Das macht Forschung attraktiv. Erst seit April 2008 ist er an der TU München. Der 30-jährige Österreicher will den rätselhaften Überschuss von Materie im Gegensatz zur Antimaterie verstehen. Wenn das Universum symmetrisch entstanden wäre, dann würde es uns nicht geben, dann würde es eben nur dieses Licht geben, das durch Materie-Antimaterie-Kollisionen entstanden ist. Die Ursache für diese Asymmetrie könnte sich in einer elektrischen Ladungsverteilung, ein Dipolmoment, im Inneren der Neutronen widerspiegeln. Diese fundamentale Eigenschaft konnte bisher noch nie gemessen werden. Für die extrem präzisen Messungen müssen die Neutronen in einem hochtechnologischen, von äußeren Magnetfeldern abgeschirmten Gehäuse eingesperrt werden. Damit sie nicht mehr durch feste Körper hindurchsausen können, müssen sie in einer speziell konstruierten Neutronenquelle im Reaktor auf ultrakalte Temperaturen heruntergekühlt werden. Und funktionieren tut es folgendermaßen. Im Inneren dieser Quelle sieht man ein donutförmiges Volumen und da drinnen wird jetzt Wasserstoff reingefroren. Und dieser Wasserstoff sozusagen bremst Neutronen, die aus dem Reaktor reinfliegen in dieses Volumen ab, auf sehr langsame Energien. Das heißt, man kann die in einem Rohr rausbringen aus dem Reaktor und dann im Experiment einfach in eine Materialfalle einsperren. Der Exzellenzcluster Universe hat insgesamt 7 Forschungsbereiche mit unterschiedlichen Themen, entsprechend der Entwicklung unseres Universums. In den mittleren Bereichen C und D befinden wir uns auf der Zeitachse ungefähr 100 Sekunden nach dem Urknall. Die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Physikdisziplinen ist für Professor Paul von besonderer Bedeutung. Sie versuchen, eine gemeinsame Fragestellung zu definieren. Und diese Fragestellung ist nichts anderes als die zeitliche Entwicklung des Universums und wie sind überhaupt Strukturen in das Universum gekommen. Und so, dass jeder Forscher, der diesen ansonsten disjunkten Forschungsgebieten gearbeitet hat, plötzlich seine Resultate und seine Ideen einmal auf die gemeinsame Achse projiziert. Und um diese Gemeinsamkeit in der Forschung geht es auch bei den international renommierten Workshops in Garching. Heute heißt das Thema Turbulenzen und Strömungen von Flüssigkeiten und Gasen, Hydrodynamik. Dieses Phänomen lässt zum Beispiel aus Gaswolken neue Sterne entstehen und sie am Ende ihres Lebens als Supernova explodieren. Weltfern? Nein. Professor Burkhardt, der zweite Leiter des Universe Cluster, erklärt, warum Turbulenzen auch für uns von Bedeutung sind. Das sind extrem komplexe, nichtlineare Prozesse, die man jetzt nicht einfach analytisch verstehen muss, sondern die muss man simulieren und die Simulationen muss man anhand von Beobachtungen eichen. Dazu bietet sich das Weltall an, denn da gibt es unendlich viele Arten von Erscheinungen, die man versucht zu verstehen. Und wenn man dafür Modelle entwickelt, dann kann man die Modelle auch anwenden, hier auf der Erde, also zum Beispiel im Verbrennungsmotor. Das Universum beobachten die Münchner Forscher von internationalen Observatorien aus, zum Beispiel dem Very Large Telescope der europäischen Südsternwarte am Berg Paranal in Chile, aber auch von der Sternwarte auf dem Wendelstein nahe München. An der Universitätssternwarte in München-Bogenhausen und in Garching arbeitet Professor Weller. Er erforscht die kosmische Energieverteilung. Besonders will er durch astronomische Beobachtungen die dunkle Energie verstehen. Man kann sich das so vorstellen, die dunkle Energie, das ist eine Kraft, die nur auf ganz großen Entfernungen wirkt und die zur Konsequenz hat, dass sich das Universum beschleunigt ausdehnt. Also in gewisser Art und Weise ist das eine abstoßende Kraft. Das Universum hat einen bestimmten Gesamtbetrag an Materie und Energie. Wenn wir jetzt nur die Materie angucken, dann reicht es nicht.
Und deswegen brauchen wir eben 75% der dunklen Energie, um diese Lücke zu füllen. Und das ist wahnsinnig viel. Und das Problem ist, dass wir eben nicht wissen genau, was die dunkle Energie ist. Und so bleiben noch viele Fragen zur Entstehungsgeschichte unseres Universums offen. Der Münchner Exzellenzcluster Universe ist auf dem besten Weg, einigen Antworten näher zu kommen.